finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Hier in Shanghai beginnt jede Runde mit der berühmt-berüchtigten Schneckenkurve, aber auch die anderen 14 Kurven haben es in sich. Die 5,4 Kilometer lange Strecke ist sehr herausfordernd und die unglaublich lange Gerade bietet in jeder Runde die beste Überholmöglichkeit. Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 320 km/h vor der Bremszone zur Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Vettel, Verstappen, Pierre Gasly, Richter, Hülkenberg, Perez, Grosjean und Kevin Magnussen. Stroll, Norris, Lukas Weber und Bottas. Sainz Junior, Albon, Kimi Räikkönen und Devin Button. Ricardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Wir stehen sogar auf Platz 6 und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fan 2019 mit dem Rennen aus China. Station Nummer 3. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Ja, passt ja. Soweit, was die Strategie betrifft, brauchen wir nicht ändern. Gehen wir rein ins Rennen aus hier aus China. Ja, wir sind in der Einführungsrunde. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem dritten Rennen der Saison. Ja, schauen wir mal, ob wir wieder Punkte bekommen. Von Platz 6, unsere absolut beste Platzierung dieser WM. Oder dieser Saison hier. Platz 8 in Bahrain war ja auch schon super. Auf Platz 6 geht's heute weiter. Und Pierre Gasly für uns, mit dem wir uns ja schon in Bahrain auch gut duelliert haben. Den hatte ich irgendwie noch gehofft zu kriegen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder warten. So, wenn wir das natürlich jetzt so im Rennen kriegen würden. Schön auf der langen Geraden den Red Bull weggeholt mit dem Williams. Wir haben ja einen Mercedes-Motor drin hinten im Auto. Unser Ziel ist es ja immer, make Williams great again. Aber in der nächsten Saison wieder wechseln werden, wissen wir noch nicht. Obwohl heute immer nur so eine kleine Anmerkung, heute Abend der Livestream steht ein bisschen auf der Kippe und alles um und an. Es steht noch nicht ganz fest, ob es heute Abend wirklich einen Livestream geben. Rechnen wir damit, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird. Morgen hoffe ich, dass soweit alles in Ordnung ist mit der neuen Liga, mit dem neuen Team. Wir fahren ja morgen für Renault. Ich bin ja nicht mehr in der MSFL zu Gast. Ich bin jetzt in der IGL, also beziehungsweise in der Sonntagsliga, in dem Sonntagsliga-Ableger. Bin ich ja gewechselt jetzt und hoffe, dass wir natürlich die letzten 3-4 Rennen nochmal jetzt gut zu Ende bringen. Und jetzt 3-4 Rennen nochmal gut zu Ende bringen und dann in der nächsten Saison wieder ein bisschen weiter angreifen können. Naja, wie immer sei. Wir stehen auf Platz 6, wie gesagt, und wollen jetzt natürlich mit in China auch hier ein paar Punkte mitnehmen.
Oh, Hülkenberg, sehr gut gestartet, muss ich sagen. Ja, und ich habe die Kollision mit Perez verursacht, genau. Hau mal ab von mir da. Er hat zwei Plätze deswegen verloren, wegen so einer Kacke, weißt du? Mein Hülkenberg ist gut gestartet, aber Perez hätte nicht sein müssen, Rammer. Haben wir schön quergestellt da. Also der Start ist alles andere als optimal gelaufen. Runden stehen wir uns nachher an, jetzt an in China. Der Angriff von Lukas Weber gleich. Scheint wohl da zu sein. Wir müssen jetzt gerade mega verteidigen. Soll ich mir nicht auf den Sack gehen? Hau ab von mir, Mann. Ja, danke fürs Wegrammen noch, ey. Oh, weil die Leute nicht fahren können, die scheiß KI, Alter. Weil die dann sagen, komm, ich, im Zweifel ramme ich dich halt weg komplett. Dem hätte ich jetzt den Flügel wegrasiert dabei. Na, nach vorne wird es wahrscheinlich nie mehr gehen. Ich habe viel mit mir zu kämpfen gerade. Im Zweifel machen wir das halt so dann. Ich spiel mal das Spielchen gleich wieder mit. Zumindest zwei Pünktchen will ich mitnehmen. Ich habe schwer zu arbeiten gerade. Ja, genau, ramm mich weg im Zweifel. Box, box, box.
habe nämlich jedes Gefühl, dass er mich jetzt hier kriegt. Ne, es ist ein Magnussen. Der es auf der langen Geraden natürlich jetzt probieren wird. Aber der es noch nicht auf die Reihe kriegt. Jetzt wird das auf die Reihe kriegen. Wir werden wahrscheinlich viele Positionen verlieren. Also nicht nur durch den Boxen selber, sondern per se, sondern auch, weil... Ja. Release, release. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ich muss jetzt ein bisschen reinarbeiten. Ja, dafür, dass das Rennen, das Training und das Qualifying so eigentlich so gut lief, haben wir im Rennen tatsächlich wieder so ein bisschen jetzt nachsehen, habe ich das Gefühl. Aber gucken wir mal, wie das am Ende läuft. Weil die jetzt alle auch noch mal rein müssen. Und jetzt, wenn er läuft. Da ist der erste zumindest. Oh, sind nicht so viele in der Box. Rennleitung meldet sich gerade, dass die Tiermaschinenkollege in der Box ist. George is coming in for his stop. Also Perez ist direkt vor uns. Das ist das Gute, das heißt, wir sind deutlich besser dran gekommen. Ah, schade. Ah, jetzt hält er mich auf. Alex Albon ist raus. Ich kann natürlich noch nie angreifen, der Perez, weil da noch die Gelbphase war. Gut ist, ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, den Perez anzugreifen gleich. Was ja wahrscheinlich wieder um Punkte gehen würde. Der war im. So, der Angriff gegen den Foss India. Ach, das war zu früh. Ich hätte doch lieber die andere Seite nehmen sollen, oder? Kriege ich noch? Ja, da haben wir uns beide mit weggeschossen. Da wurde ich zu viel. Ich hätte es auch den Moment später warten müssen. Scheiße. Ganze knicken. Boah, das ist doch wahr. Oh Mann, ey, da willst du schön vorbeigehen.
Wir haben durch diesen Zweikampf aber mega viele Positionen. Magnus müsste das davor sein. Hoffentlich hast du jetzt den Flügel gekostet. Ne, es ist Grosjean übrigens. Dankeschön, Grosjean. Oh Mann! Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Warum muss man das so früh bremsen, dass man denn jemandem den Flügel wegrasieren muss? Na also, geht doch. Leck mich doch. Ich wehr mich, Kollege. Das kannst du knicken, dass ich da irgendwie die Tür auflasse. Jetzt hab ich ihn. Wobei, Sergio Perez. Aber das Thema ist noch nicht ausgestanden mit dem Mexikaner. Das ist eine gute Information, das wäre wichtig. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass der Perez jetzt nicht gleich war. Ich weiß besser. Hat er mich wieder geholt. Da hat er schön einen wegstehen lassen. Im Zweifel lasse ich ihn nämlich mit. Sind wir wieder auf 8, weil ich im Perez vorbei bin. Halbzeit haben wir jetzt gleich im Rennen. Also wir haben ja ordentlich zu kämpfen, ordentlich zu arbeiten, liebe Leute. Wenn wir jetzt Grosjean noch bekommen, dann sind wir sogar 6. Bei Hülkenberg müssen wir auch ein bisschen... Hülkenberg wird wahrscheinlich nicht viel mehr zu melden haben. Ja, ich glaube, das wird schwierig zu werden, kriegen, den zu kassieren davor. Grosjean vorbei an Hülkenberg. Dankeschön. Wenn man wieder bremsen muss so früh. Und dann kommt der andere Flügel. Den muss ich kassieren. Den muss ich den Flügel weghauen zum wiederholten Mal. Angriff vor der Schneckenkurve. Macht der Hülkenberg den Move zu? Nein, hat er nicht. Wir haben ihn. Komm, jetzt noch den Haas zu snacken. Das wäre cool. Da wären wir sogar 6. Da sind wir jetzt sogar. Hinter Gasly, also hinter dem Red Bull. Na, vielleicht war das gar nicht mal so schlecht mit dem etwas früheren Stop. Und vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen absetzen. Gap to go.
Na gut, Gasly werden wir nicht kassieren. Den Gasly werden wir nicht kriegen. 6 Runden haben wir noch. Na gut, der Haas fliegt jetzt auch nicht wieder ran, weil der würde die 2 Sekunden, gut, eine 2 Sekunden, eine Sekunde wäre. Aber wir arbeiten uns wieder ein bisschen weg jetzt gerade. Das ist ein Vorsprung. Vorsprung momentan bei 11,1 Sekunden vor George Russell. Aber das ist kein Thema für jetzt. Das müssen wir. Das ist egal. Wichtig ist, dass wir ein paar Pünktchen vielleicht noch mit den 5 Runden noch in uns. Traum, während Williams Platz 8 und Bahrain Platz 6 sogar, das ganze Ding mit Platz 6 und China sogar zu toppen. Das wäre wieder unsere Startposition. Aber da muss natürlich auch erstmal alle passen. Gesagt, dass er fast da vorne fährt jetzt mit den Gasly und so, den Red Bull. Den werden wir wahrscheinlich mit dem Williams noch nicht zu knacken haben. Wobei wir in Bahrain tatsächlich nicht weit weg waren. By the way, übrigens Valtteri Bottas vorbei mittlerweile an Magnussen. Oh, Bottas mit einem starken Rennen auf jeden Fall. Der ist weit hinten gewesen mit Platz 16 und 17 nur. Also da werden wir noch eine harte Nuss haben. Mit Mercedes werden wir wahrscheinlich nicht viel machen. Ich habe jetzt 4 Runden gegen den Mercedes verteidigt und Williams. Na, welch eine Überraschung. Der wird wahrscheinlich leicht ein Spiel mit uns kriegen. Ja, schon leicht das Reifen, aber jetzt wird er uns haben. Spätestens auf der langen Geraden hat er uns. Schade, ich hatte mir gehofft, dass ich noch ein bisschen was aufgehalten bekomme. Sorry, auch wenn du Valtteri Bottas hast und Mercedes fährst, werde ich mich nicht gegen dich kampflos ergeben. Rausgekommen. Ich gebe das Ding nicht auf. Ich gebe ihn nicht hier Platz 6 auf, liebe Leute. Wobei das Thema wahrscheinlich hier auch nicht mehr lange zu handeln. Also ich gehe davon aus, dass sie vielleicht mit ein bisschen Glück Platz 7 haben. Holen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Dafür ist der Wagen hinter uns einfach viel zu stark.
Natürlich verlieren wir richtig Zeit auf Gasly, aber das ist mir gerade herzlich egal. Ja, was soll ich machen? Wie gesagt, nochmal. Mercedes mit dem offenen Flügel. Ah, verdammt, jetzt hat er verloren, hat er gewonnen. Viel zu lange gebraucht, wenn man Schalter immer runterschalten. Scheiße. Jetzt hat er natürlich auch wieder 8 Sekunden. Jetzt hat er direkt aus dem DRS-Fenster raus. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, wieder ranzukommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte lange versucht, dran zu bleiben. Also nicht dran zu bleiben, sondern vor ihm zu bleiben. So ist es richtig. Thema hat sich gerade erledigt. Ich würde das Auto gerne noch forcieren, aber das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Hier habe ich es vor einer Runde weggeworfen, komplett, und zwar mehr als weniger komplett in den Sand. Das war klar. Was hat er gerade gesagt? Ich verliere oder ich gewinne? Wenn wir nochmal was wollen, dann müssen wir mal schnell ran. Ah, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Aber ich hoffe, dass er noch vielleicht noch einen Fehler einbaut oder so irgendwo. Ne, da ist ein echt gutes Rennen gefahren. Also das war irgendwie nicht zu verteidigen. Aber wie gesagt, was willst du mit dem Williams gegen den Mercedes auch großartig machen? Gegen wahrscheinlich das beste Auto im Feld. Schade, das hat er geholt. Da darf er sich auch mal auf die Schulter klopfen. Das war klar. Aber es wird wieder sein. Gut, dann versuchen wir es jetzt irgendwie zumindest Platz 7 und Platz 6 wichtige WM-Punkte mit klar zu machen. Mit unserer beste Platzierung wäre das momentan. Aber ja, das ist noch eine Runde Zeit. Gegen die drei Top-Teams ist nichts zu machen. Der zieht mir jetzt schon weg. Der ist 4 Sekunden vor mir. Hülkenberg ist aber hinter Russell zurückgefallen.
Vettel gewinnt den großen Preis von China. Und für uns bleiben zumindest 6 wichtige WM-Punkte damit. Wir haben ja jetzt schon mal auf 10. Ich hatte langsam gehofft, die Startposition verteidigen zu können, aber es hat nicht gereicht. Mehr als Platz 7 ist leider nicht drin gewesen. Schade heute, aber vielleicht ein Ticken mehr drin gewesen, hätten wir uns mit dem Kurzwinter gefeiert halten. Aber wir haben es geschafft, zumindest mit Mirko und Perez, die Startposition, weil die wir am Anfang verloren haben. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Ich denke, Bottas wird klar Fahrer des Tages sein. Das wird mich schwer wundern, wenn es nicht anders, wenn's anders wäre. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Sebastian Vettel führt nun die Wertung der Fahrerweltmeisterschaft an. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gut von 19. hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Punktgleich wie Nico Hülkenberg sogar. Ja, Platz 7 momentan. Die sind dran an Renault, also Renault, Haas und Racing Point. Also ja, vielleicht die Chance irgendwie mal Platz 4 Vierter zu werden. Weiter wird es wahrscheinlich Richtung Top-Teams wird wahrscheinlich keine Chance sein. Aber wer weiß, vielleicht kriegt man ein oder andere Mal ja geschnappt. Heute war zumindest die Chance, Mercedes mal auf der Strecke zu packen. Aber mehr wird auch nicht kommen, wie gesagt. Erwarte aber gar nichts. Ist in Ordnung. So kann man auf jeden Fall mal in der Saison starten. Die ersten 3 Rennen gefahren, 10 WM-Punkte haben wir safe. Hätte ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber ist auch in Ordnung. Naja. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Okay, da hat einer ein Interview gegeben, ein Alpha-Fahrer. Ja, Lukas Weber hat ein Interview gegeben. Was hältst du hiervon? Nehmen wir mit. Den Heckabtrieb. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen arbeiten. Schön in die Aerodynamikabteilung. So, das nächste Rennwochenende ist dann der große Preis. Oh Gott, von Baku wahrscheinlich, ne? Ja, es ist Baku tatsächlich. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Da wird wieder viel Arbeit auf mich zukommen. Bis dann. Oh, tschüss.